Ja, nach dem souveränen Sieg gegen Double 2. Ich muss mal kurz überlegen, weil das nicht mal 5 Minuten her ist. Jetzt gegen Elatissen. Gegen Elatissen bin ich. Bodenlose Dummheit. Geht es jetzt gegen. Genau. Rot-Weiß Essen. Komplett lost in der Birne, Alter. Auf Platz 6. Ich muss gar nicht drauf gucken. Da steht mittlerweile echt dran. Ich bin auf Platz 17 stehen. Das habe ich schon dabei davor, glaube ich, auch nie dran. Platz 17. Also kommen wir spielen ein Spiel mal in den Trikots. Und Essen hat auch neue Trikots von mir gekriegt. Glaube ich. Ich weiß nicht, wieso ich meine schon drin liege. Ist von mir, sieht man halt der Hose. Wenn die pink ist und die Nummer nicht mehr. Ja, ist süß. Ja, genau. Auch ein Kinderdrüger hat uns gesehen. Aber auch immer die nicht so aussehen. Noch von der DDR. Da also der DDR-Stern fehlt. Im Trikot. Weiß nicht, du findest das Logo mit Stern nicht. Deswegen, ja. Ich kann mit einem Editor drauf painten, aber. Ich Essen in FIFA leider auch immer ein bisschen zu schwach und also ich spiele gerade in echt, da haben die echt einen super Fußball gespielt. Na gut, FIFA ist ja bekanntlich nicht unbedingt realistisch. Geht schon richtig gut los. Also mittlerweile schießen wir echt früh die Tore. Das ist echt wow. Was auf den Alten oder so? Die andere Frage. Weniger manchmal. Und Ferry blüht gerade auch richtig auf, der Junge. Also der gefällt mir echt sehr stark, sehr, sehr gut. Ich hoffe echt, der bleibt dann echt. Frankfurt. Weiß ich nicht, aber müsste ihn ja mal öfter spielen lassen. Ja, ich kann es nicht glauben, dass ich dann in FIFA mal öfter hab spielen lassen. Ich habe ihn nur immer verliehen. Ja, das hat auch. Weiß ich nicht. Dumm ist. Leider hat nicht so viel Potenzial tatsächlich. Aber gehabt. Ich finde, der ist für seine Gesamtstärke, ist auch für die Bundesliga, ist der echt stark. Also, was sollte man dann halt schon reinmachen, aber ich bin trotzdem eigentlich. Läuft sehr gut für ihn. Aber. Aber ich denke, er könnte eventuell fürs nächste F10 hoffentlich ein fettes Upgrade kriegen oder ein kleines Upgrade zumindest. Weil es gibt natürlich auch immer dynamisches Potenzial, ne? Also dieses Anfangspotenzial von, ich weiß, ich glaube 75 oder 73 hat Fred nur. Das kann sich natürlich auch nach Grund von Leistungen nach oben schrauben. Das kann dann auch noch mal besser werden und das ist schon. Ja. Aber dann muss die Leistung halt eben auch stimmen. Aber ich finde echt, hat jetzt eigentlich auch gepasst, dass er gespielt hat. Also ich denke schon, dass der dann bleiben wird.
Was ich leider nicht so ganz verstanden habe, ist, warum wir Ding weggegeben haben. Bitcoin. Gut, dass der Glob geweckt hat, das verstehe ich nicht so ganz. Ich muss. Warum? Vielleicht zuerst hieß es, er wird verliehen nach Magdeburg und dann war es auch immer ein fester Wechsel nach Fürth. Das fand ich ein bisschen. Quatschig. Aber hey. Kann man nichts machen, ne? Immerhin, es bleibt Matanovic und Ferry da. Das ist wichtig. Da Fütke hat jetzt in der U21 richtig abgeräumt, aber ich finde, wo er gespielt hat in der Liga, fand ich dann jetzt auch gerade im Pokal oder so, die rote Karte, die sich da dumm eingefangen hat. Ah, er hat im Testspiel, glaube ich, gegen Chemie, hat dann einen richtigen Banger rausgehauen, was Tor betrifft. Klar ist, kann man sagen, ist nur Chemie, aber ich fand ihn dem starken Ferry vorne drin, aber wer sich überzeugt hat und sagen, er ist jetzt besser wie Ferry. Ja, hat jetzt schon öfter getroffen als Ferry in der U21, soweit ich weiß, aber Ferry war ja auch größtenteils mit der A-Mannschaft im Kader, also ist das. Muss man sehen, was draus wird. Es wäre immer wieder schön zu sehen, dass Frankfurt mal auf ein eigenes Talent setzt. Boah, was heißt auf, auf Talent? Boah, ein bisschen auf die eigene Jugend setzen und davon sich spielen, so wie. So wie Chandler zum Beispiel. Der kam ja auch ursprünglich aus der Frankfurter Jugend. Heilige Scheiße. Ross, der trifft. Hätte ich ehrlich nicht gedacht, dass der was treffen kann, Alter. Das ist ein Ding der Möglichkeit für den. Ist so ja richtig unter die Räder. Na gut, die sind nur 17. Da, ne? Macht schon irgendwie Sinn. Wir können wirklich auf Platz Schlachtenfurt dran springen. Oh, wenn ich das am Ende sagen, noch aufsteigen. Wäre nicht so geil. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die. Aber der Niederschlag wird auf jeden Fall nochmal kommen. Ich denke halt gerade gegen Sandhausen, weil Sandhausen auch nicht so stark war. Was tust du? Chesser gefällt mir auch überhaupt nicht irgendwie. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr von dem erhofft. Ja, Rosa gefällt mir gut. Chancenbewertung ist zu wünschen übrig, aber sonst macht es eigentlich gut. Spiel ist aber verletzt. Aber passt schon. Oh, Chesser. Der ist wirklich komplett kacke. Ich kann ja auch als Eisball wirklich rufen, aber.
nächstes Jahr wäre es ja hier wahrscheinlich so, dass ich hier dann einfach diesen Monason reinwechseln würde. Tatsächlich. Oder es komplett überspringen. Ich glaube nicht, dass immer so viel passieren wird, aber ich mache es hier noch so, dass ich die kompletten Spiele zeige. Das ist je nachdem, wie ich es in FC25 hinkriege mit dem Rausschneiden. Und das hier aussieht. Aber ich denke schon. Das ist soweit ein gut aussieht. Man kann da, also vorher kann man ja anschauen, bis zu welcher Tonlage er drin lässt und welche drunter der dann rausschneidet. Also der Ingame-Sound ja leiser ist als am Mikrofon, dürfte das eigentlich richtig gut passen. Ich hoffe, das ist ja kein Problem. Ey, Schiri, lass doch laufen! War doch Vorteil. Ich weiß nicht, was Vorteil bedeutet. Alonso hatte ich mal bei Football Manager. War ich ein starker Spieler tatsächlich. Mochte ich. War ein bisschen. Ja, krass, so der Klappe Barcelona war. Glaube ich. Muss doch mal. Wenn ich dann echt zu essen, das war mir ganz so wild. Das war ja auch so ein bisschen Aussortierungsding von Barca. Also ich hoffe, der kommt von Barcelona. Nicht, dass ich hier sehr scheiße erzähle. Scheinbar doch lang. Na, ziemlich gut sogar lang. Ich nicht gedacht, dass er da so frei durchlaufen kann, dieser Hund. So, tschüss. Zeig mal, was du kannst. Hey! Geht jetzt ab. Da kann ja Tore schießen. Das ist ja geisteskrank. Ja gut, aber ich würde hier aber mal schon sagen, dass es hier schon die Entscheidung ist, weil 4-0 plus 70. Minute. Ich glaube, da macht Essen nichts mehr. Ja, aber mal schön, wenn wir mal ein zum Nullen Spiel gewinnen würden. Glaubt doch noch nicht dran, das wäre mal schön. Und dieser Schuss hätte mein Traum gerade so zunichte machen können. Essen versucht alles möglich, aber sie kriegen es nicht unbedingt hin. Da hätte da klappen können. Hätte.
Oh, Jesus. Dann machen wir meinen Traum von 0 nicht kaputt. Aber was eine schöne Grätsche, um den Ball wegzuklären. Stadion leert sich so lange lang. Ja, aber es ist dumm, dass ich dann über die Teams, dass sich das die Block vom Team, das gerade führt, leert. Das ist auch so dämlich. Klar, Essen führt jetzt hier nicht, aber unser Block ist wahrscheinlich auch komplett leer. Weißt du, wenn Essen hier kein Tor schießt, dann muss ich hier keine Tore mehr einfügen. Dann muss ich hier nichts machen. Und das ist super. Echt nicht passen können, das ist echt gruselig. Wohin mit dir, Ross? Ross. Bob Ross. Was ist das für eine Scheiße? Oh, das ist wahrscheinlich rot, oder? Aha, gut, ist nur gelb, weil andere noch da gewesen wären. Aber wichtiges Foul, der wäre durch gewesen. Mit denen hat keiner mehr eingeholt. Oh, wir könnten jetzt echt zu Null spielen, ne? Und das würde ich natürlich sehr, sehr appreciaten. Null. Gibt's denn sowas? Dass wir sowas noch leben dürfen. Da ist die Lust, was so hässlich. Souverän. Souveräner Sieg. Was ist es jetzt gegen Regens? Sehr schön. Ach, was gegen Haching? Das sind die letzten zwei Spiele. Ein komplett grüner Monat. Ist das geil? Ist das geil? Beschissener Monat. Perfekter Monat. Sieht man dann. Wir nähern uns der Rückrunde. Wobei, ich weiß nicht, ob wir schon mal gegen Regensburg gespielt hier, wenn wir nochmal gegen Essen spielen, nochmal gegen Freiburg, hier nochmal gegen Ingolstadt. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das, vielleicht versuche ich das auch schon ab so zu machen. Weiß nicht. Egal.